meine Freunde, euer Coach hier, Sissi. Yes! Ja, ich freue mich ja jeden Tag über so viele Nachrichten von euch. Ich zeige gleich mal ein paar. Gerade vorhin ist hier jemand in Dubai, also Followerin, angekommen zu mir extra. Hat die Brille erkannt und gedacht, wo ist der denn, der Coach? Und es ist immer so geil, eure Nachrichten, ne? Auch da 10 Jahre Schilddrüsenhormone genommen, dann Maximumprinzip gemacht, abgesetzt, besser gefühlt, keine Schilddrüsenmedikamente mehr notwendig bei 3 verschiedenen Ärzten gewesen und so weiter. Das ist so geil, eure Nachrichten jeden Tag motivieren mich so extrem. Es ist wirklich geil, okay? Aber wir müssen alle rauskommen. Gehört der Pool zu einer Hotelanlage? Nein, das ist einfach ein Beachclub. Direkt JBR. Ist das Businessprinzip auch in Raten möglich? Ja, wir haben jetzt sogar eine Möglichkeit gefunden, die Raten auf 36 bis 48 Monate zu verlängern. Das heißt, jetzt kann es sich jeder leisten, der will und motiviert ist. Gute Ärzte in Deutschland, das geht schnell, da gibt es nicht so viele. Also es muss auf jeden Fall jemand sein, der sich mit orthomolekularer Medizin auskennt, mit Vitaminen. Geht zu Dr. Spitzbart. Ist zwar nicht in Deutschland, aber geht zu ihm. Welches Produkt verkaufen? Schwierig. Bank, Tisch, Stuhl, Palm. Sonnenbrille, T-Shirt. Wir müssen verstehen, dass es nicht um das Produkt geht, sondern um euer Leben. Es geht nicht darum, ein Business aufzubauen. Es geht darum, da zu arbeiten, wo du willst. Da das zu machen, was du willst, dass dir kein Chef irgendwas vordiktiert. Ob du Feuerzeuge verkaufst, ich habe schon alle Beispiele von Kunden, die verkaufen Bananen, Hörspiele, Kabel, Feuerzeuge. Was soll man noch für Beispiele machen? Das sind alles reale Leute aus meinem Umkreis. Es ist egal, ob du einen Tisch verkaufst, online. Den musst du auch nicht selber machen. Deine Zeit darf nicht an Geld gekoppelt sein. Das ist für ein besseres Leben. Das ist es ja. Und wir müssen diesen Punkt verstehen. Cecil, das kann ich aber gar nicht. Weil ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Außerdem habe ich gar kein Produkt. Und was hast du gefragt? Ich habe 7 Jahre Ausbildung, danach nochmal 3 Jahre Studium gemacht. Wie viel ich arbeite? 40 Stunden die Woche. Wie viel ich mich um mein Business gekümmert habe? Ja, noch gar nicht, weil das gilt ja nicht. Ein Probiotikum angeblich nutzlos, ja. Genau. Ja, euer Darm ist auch nicht wichtig. Herz, schmeißt das doch raus. Organe, Nährstoffe für die Organe, Vitamine, alles nicht wichtig. Nein. 1000 Euro zur Verfügung, wo in welche Krypto stecken. Wenn ich jetzt einen Coin sage, irgendeinen, der nicht erfolgreich wird, würde die Person sofort anlegen. Ist die Person im Matrix-Prinzip? Ich bin mir 99% sicher, nein. Ich weiß, ich sage es jeden Tag 50 Mal und Leute, die mir 5 Jahre folgen, geben irgendwo Geld aus. Das Erste, was ihr investieren müsst, den ersten Cent, ist in euer Wissen. Nirgendwo anders. Es ist immer so geil, ihr müsst bei den Fragen eigentlich immer nur gucken, was mache ich selber. Guckt immer, was machen die Leute selber. Würde ich Insta und YouTube gleichzeitig eröffnen? Guckt einfach auf meine Kanäle. Würde ich Zeit gegen Geld tauschen? Nein. Guckt, was ich verkaufe. Würde ich Zahnseide nehmen? Also, ich glaube, 98% der Karies entstehen im Zwischenzahnraum. Also nach jedem Essen nehme ich Zwischenzahnbürsten, Zahnseide. Das muss man immer machen. Emotionale Freiheit hat Grenzen in diesen Tagen, könnte schreien vor Wut. Polt diese Wut um in ich zeige es euch Arschlöchern. Ich komme da raus und zeige euch den hier. Guck mal, alles in meinem Leben war immer diese, ey, ich höre überhaupt nicht darauf, was du mir sagst. Einstellung, immer. Beim Basketball einen Trainer zu ertragen, das war schon schwer für mich. Dass er mir sagt, ich muss auf die Bank gehen. Da habe ich
Stühle, Bänke getreten. Alle, die mich noch kennen von früher, wissen das. Wenn ich ausgewechselt worden bin vom Coach, dann gab es immer Probleme. Dieses, ey, ich will mir doch nicht sagen lassen. Dann Personal Training, Immobilien, immer mein eigenes Ding gemacht. Immer alleine. Nicht sagen lassen von gar keinem. Nahrungsergänzung, Social Media. Ich habe diesen Grundsatz gehabt. Du sagst mir gar nichts. Und erst denkt man, ja okay, aber das ist ja nicht so sicher und ich weiß ja nicht und ist ja kein normaler Job und dies und das und man hat so diese ganzen Gedanken, bla bla. Aber es ist genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Und jetzt, wo ich so viele Jahre weiter bin, denke ich mir, ey, was hätte ich mir Zeit sparen können? Einfach zu verstehen, was brauchen Menschen, was kann man erstellen, welches Produkt, wo kann man es verkaufen? 3 Schritte. Die muss man lernen. Da muss man kein 3-jähriges Studium für machen. Und manche 20-Jährige machen das mit Dropshipping, mit E-Commerce, mit wer weiß was. Jetzt weiß ich alles. Und die verdienen zigtausend im Monat. Und ich denke mir so, ey, Alter, ich hätte es viel leichter haben können. Und ihr könnt das viel leichter haben, viel direkter als den ganzen Weg, den ich gegangen bin. Die Grundsätze erkläre ich alle im Matrix-Prinzip. Und die genaue Umsetzung ist im Business-Prinzip. Also wirklich. Schritt für Schritt, jeder Klick, alles, wie man das Ganze aufbaut, das ist so krass. Und ich bin sehr stolz auf viele von euch. Wir haben jetzt nämlich schon im Business-Prinzip viele, die die gesamten Kosten vom Business-Prinzip nur durch die Vermittlung, nur durch Affiliate-Marketing, nur vom Business-Prinzip selbst schon längst wieder drin haben. Matrix-Prinzip sowieso. Ihr müsst es in einem Jahr nur 3-4 Mal vermitteln, das Programm. Und ihr könnt ständig daran verdienen. Ständig. Und das ist nur der kleine Teil, der neben dem großen Teil ist, dass ihr ein eigenes Business aufbaut. Ups. Richtig geil, meine Freunde, richtig geil. Und ich bin sehr stolz auf euch. Und jetzt gucke ich mal ein bisschen, ob ihr noch 2-3 interessante Fragen habt. Und dann setze ich mich wieder an den Computer und gebe weiter Gas für euch. Gas, Gas, Gas. Testosteronmangel, welche Supplements? Zink, Cholesterin aus der Nahrung, also Bio-Eier essen, Vitamin D, erstmal Standardprogramm und Sport, Krafttraining. Was noch? Blut trinken, Blut, Blut. Warum will jeder einem schlecht reden, was man vorhat? Ganz einfach, weil es Krabben sind. Wenn eine Krabbel aus dem Topf rauskrabbeln will, dann ziehen die anderen einen runter. Sie können selbst in ihrem Leben nichts erreichen, deswegen müssen sie dich runterziehen. Wie würde mein Leben aussehen, wenn wir im Jahr 1800 wären? Kann ich dir ganz genau sagen. Ich würde gucken, was ist der Bedarf? Wie kann ich mich selbstständig machen? Wie kann ich erreichen, dass niemand mir irgendwas sagt? Dann würde ich wahrscheinlich, weil es noch kein Internet gab, Restaurant aufmachen oder irgendwas verkaufen oder so. Ich habe gerade nochmal nachgedacht, ein Restaurant würde ich wahrscheinlich nicht ausmachen. Ich würde überlegen, wo, in welchen anderen Ländern, mit dem Schiff zum Beispiel, braucht man Rohstoffe, wie zum Beispiel Messing. Wollen die in Afrika vielleicht neue Messingrohre machen? Dann würde ich tonnenweise Messing rüberschicken. Und warum ist Rohstoffe in andere Länder zu verkaufen viel besser als ein Restaurant aufzumachen? Hier haben wir 50 Plätze im Restaurant, das war's. Messingrohre, wenn ich ein zweites, ein drittes, wenn ich in viele Länder exportiere, dann verkaufe ich Tonnen, Tonnen, Tonnenweise. Es ist egal was im Leben, es kommt immer auf dein Denken an. Da fängt alles an. Sich kein Limit zu setzen, sondern drüber nachzudenken, wo kann ich hin? Aber das wird ja in der Schule ausgemerzt. So, da ist nur... Wie fühle ich mich heute? Ich habe gesagt, frag mich mal eine Frage, die ihr mich noch nie gefragt habt. Und dann habe ich gleich 50 Nachrichten. Tessi, wie geht's dir eigentlich? Geil. Ich fühle mich gut. Vielen Dank, vielen Dank. Ich arbeite jetzt noch ein bisschen weiter und genieße das schöne Wetter. So, dann nehme ich euch mal mit. Ah, hier saß ich. Hier ist die Brille. Und Coach Tessi Stories geguckt. Hat mir das was gebracht? Weiß nicht. Fange ich jetzt wirklich an? Keine Ahnung. War interessant zu hören, aber muss ich jetzt was ändern? Ich weiß nicht. Heute anfangen. Was für ein Produkt könnte man verkaufen?
wird das gesucht im Internet, Google Trends mal gucken. Wie ist das überhaupt? Wo könnte man sowas kaufen? Schritt für Schritt. Als allerersten Schritt natürlich das Matrix-Prinzip buchen, dann die Aufgaben da drin machen, jede Woche. Ein kleiner Snack und ich stalke gerade mal ein paar Affiliate-Seiten von euch und manche Seiten sind echt besser aufgebaut als meine eigene Seite, also echt nicht schlecht. So meine Freunde, jetzt habe ich eine sehr gute Nachricht für euch. Und zwar, ihr habt mich alle angeschrieben, die ganze Zeit. Cecil, wann kommt das Multivitamin wieder? Es ist jetzt wieder online. Boah.